Liebe Brüder und Schwestern, wir grüßen uns in dem Namen, der über alle Namen ist, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir freuen uns, dass wir diesen Namen kennen und dass in diesem Namen unser ewiges Heil liegt. Seid alle herzlich willkommen, die ihr von nah und fern hierher gekommen seid, um mit uns diese Evangelisationswoche zu erleben. Wir haben heute Morgen bereits begonnen. Wir hörten ein wunderbares Wort aus Psalm 103. Heute Abend geht es um ein gewaltiges Thema. Es geht um das Thema des richtigen Glauben. Es kommt also nicht darauf an, dass wir glauben, sondern dass wir richtig glauben. Wer falsch glaubt, der geht auch verloren. Ja, ich freue mich, dass ihr gekommen seid, um diese Botschaft zu hören. Ich grüße noch einmal unsere lieben Geschwister, die in den letzten ein oder zwei Jahren aus dem größten Land der Erde zu uns gekommen sind. Ich selbst bin seit 5 Jahren nicht hier gewesen. So schnell vergeht die Zeit. 1984 hatte ich hier die letzte Evangelisation. Man glaubt gar nicht, wie die Tage vergehen. Aber wir sind so dankbar, dass wir für den Herrn wirken dürfen, dass wir noch offene Türen haben, dass uns die Technik zur Verfügung steht. Und das wollen wir gerne ausnutzen. Bin in der Zwischenzeit Jahr für Jahr 80.000 Kilometer unterwegs gewesen, als Evangelist, so quer durch die Lande. Und da, wo die Türen offen sind fürs Evangelium. Und wenn wir zurückschauen, dann müssen wir sagen, es reut uns nicht eine Stunde, die wir dem Herrn gedient haben. Es reut uns nicht ein Kilometer, den wir für Jesus unterwegs gewesen sind. Und das, ihr Lieben, wünsche ich euch allen von ganzem Herzen, ganz gleich, wo ihr seid, ob in Russland oder in Deutschland, ob im Osten oder im Westen, unser ganzes Leben soll dem Herrn Jesus Christus geweiht sein. Diese Woche soll ja eine Evangelisationswoche sein, dass wir Sünder zum Heil rufen, aber es ist auch ein ernstes Wort für uns als Kinder Gottes, dass wir uns immer wieder auf die Ewigkeit ausrichten und den Herrn bitten, dass er uns segnet, dass keiner von uns da hinten bleibe, wie es im Hebräerbrief heißt, sondern dass wir alle das Ziel erreichen. Und das Ziel werden wir erreichen, wenn wir glauben. Glauben, wie die Schrift sagt. Und das möchte ich euch so gerne vorlesen aus der Bibel, dieses bekannte Wort, Glauben, wie die Schrift sagt, aus Johannes Kapitel 7. Und dann wollen wir ins allgemeine Gebet gehen. Johannes Kapitel 7, da lesen wir ab Vers 37. Das haben wir jetzt in Israel erlebt, am sogenannten Laubhüttenfest. Das fing am 14. Oktober an und da erlebten wir mal so richtig mit, wie in Israel dieses Fest der großen Freude ist am Laubhüttenfest. Und an diesem Fest tritt nun unser Heiland vor 2000 Jahren in Jerusalem im Tempel auf. Es ist der letzte Tag des Festes. Es ist der herrlichste Tag. Und er ruft, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und die Schrift kann nicht gebrochen werden. Nur der Glaube macht uns selig, der geschöpft ist aus der Heiligen Schrift. Und nur so glauben wir richtig, wenn wir glauben, wie es in der Bibel steht. Der Dichter sagt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Worauf? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Und das wollen wir heute Abend in einer besonderen Weise hören. Ihr Lieben, lasst uns miteinander das Johannesevangelium aufschlagen. Johannes Kapitel 4. Dort wollen wir miteinander über den rechten, über den richtigen Glauben hören. Johannes Kapitel 4, wir lesen vom 43. Vers an. Aber nach 2 Tagen zog er aus von dannen und zog nach Galiläa. Denn er selber, Jesus, zeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Da nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die gesehen hatten, alles, was er zu Jerusalem
auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals gen Kana in Galiläa, da das Wasser hatte zu Wein gemacht. Und es war ein Königischer, der Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus kam aus Judäa nach Galiläa und ging hin zu ihm und bat ihn, dass er hinabkäme und hülfe seinem Sohn, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu ihm, Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er hinging, begegnete ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen, dein Kind lebt. Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es um die Stunde wäre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das andere Zeichen, das Jesus tat, da er aus Judäa nach Galiläa kam. Soweit die Schriftlesung aus Gottes Wort. Ihr lieben Gäste und Freunde, Brüder und Schwestern, alle, die ihr von nah und fern gekommen seid, wenn es um das Thema Glauben geht, hat jeder Mensch eine Vorstellung. Wer im christlichen Abendland groß geworden ist, besonders im südlichen Raum, für den steht hundertprozentig fest, dass natürlich der katholische Glaube der allein seligmachende Glaube ist. Wer im Norden Deutschlands groß geworden ist, nun der weiß seit der Reformation her von Dr. Martin Luther, dass wir in evangelischer Weise glauben müssen, damit wir selig werden. Denn Dr. Martin Luther hat ja das gewaltige Wort geprägt, sola fide. Das heißt zu Deutsch, allein der Glaube. Und da steht ja auch im Römerbrief, da steht ja immer wieder, wir werden gerecht ohne Werke, allein durch den Glauben. Nun, die Welt ist heute klein geworden durch die Flugzeuge, durch die Autos. Wir können in andere Länder fahren, andere Menschen kommen zu uns. Über 4 Millionen Ausländer leben in unserem Land. Wir fragen die Türken und all die, die mohammedanischen Glaubens sind, die werden natürlich mit Gewalt uns überzeugen wollen, dass nur ihr Glaube, ihre Art und Weise an Mohammed und an Allah, der alleinselig machende Glaube ist. Allah il Allah rufen sie. Allah ist Gott und Mohammed ist sein Prophet. Wir könnten nun durch die ganze Welt ziehen. Wir könnten den Buddhismus besuchen. Wir könnten den Shintoismus besuchen, ob Japan oder Indien oder China oder wo wir hingehen. Jeder meint so, er hätte den richtigen Glauben. Ja, Lieben, es gibt sehr viel Glauben in dieser Welt. Sogar der Atheist glaubt. Der Atheist hat es sehr schwer zum Glauben. Denn ihm muss immer wieder bewiesen werden, dass es angeblich keinen Gott gäbe. Und weil der Atheist in seinem Herzen tot ist, in seinen Sünden, dann erklärt er in seinem Kopf Gott auch für tot. Aber seit Jahrtausenden bemühen sich die Menschen zu glauben, dass Gott tot wäre. Aber Gott lebt und er lebt gewaltig. Und der Glaube an Gott ist nicht unterzukriegen. Der Glaube an Gott ist nicht totzukriegen in dieser Welt. Das lehren 70 Jahre im Osten, die völlig umsonst waren an atheistischer Erziehung. Ja, also der Atheist glaubt auch in gewissem Sinne. Ist es schwer für ihn, aber es wird ihm beigebracht zu glauben, dass es angeblich keinen Gott gäbe. Dann gibt es Menschen, die glauben das ganze Leben nicht, aber wenn sie auf dem Sterbebett liegen, dann bekommen sie es plötzlich mit der Angst zu tun. Tja, und dann rufen sie nach jemandem, der von irgendeiner Kirche oder Gemeinde kommt oder der beten kann.
Ja, vielleicht gibt es doch einen Gott, vielleicht gibt es doch einen Jenseits. Die Todesangst steht ihnen im Gesicht geschrieben. Was ist, wenn ich jetzt sterben muss? Tja, ihr Lieben, wir könnten jetzt stundenlang darüber sprechen, was Menschen so für eine Vorstellung über den Glauben haben. Und wir müssen feststellen, es ist falsch. Es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die falsch glauben. Millionen und Milliarden von Menschen, die total falsch glauben. Es gibt nur einen einzig allein selig machenden Glauben. Und das ist der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Der Glaube ist die lebendige Beziehung vom Menschen zu Gott. Der Glaube ist eine Reaktion des Menschen auf das hin, was Gott getan hat. Denn der Mensch kann nur aufgrund dessen glauben, dass es einen Gott gibt, dass sich dieser Gott geoffenbart hat, dass dieser Gott in seinem Sohn Jesus Christus Mensch wurde, dass dieser Gott in seinem Sohn Jesus Christus war und versöhnte die Welt mit ihm selber. Und das ist die Botschaft im Alten und im Neuen Testament. Der Ruf Gottes erreicht den Menschen. Und die Apostel und die Propheten haben es verkündigt. Glaubet an den Herrn Jesus Christus, so werdet ihr und euer Haus selig. Der Mensch kann also nicht einfach in den Weltraum hinein glauben. Er kann nicht in den blauen Dunst hinein glauben. Er kann nicht einfach sich so sein Glaubensgebäude hier oben in seinen Gehirnzellen zurechtsetzen. Er kann nicht einfach große Kirchen und Dome bauen mit Altären und Kerzen und prachtvollen Gewändern mit Gold und Silber geschmückt und kniet vor irgendeinem Altar oder vor einem Kreuz nieder und sagt, jetzt glaube ich auch. Nein, ihr Lieben. Der Glaube ist die persönlichste Beziehung, die der Mensch zu seinem Gott hat. Denn nur der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen und nur der Mensch kann glauben, weil der Mensch einen Geist in sich hat. Und im Geiste des Menschen liegt das Gottesbewusstsein. Im Leibe des Menschen liegt das Weltbewusstsein. Nicht mit meinem Leibe kann ich essen, trinken, schmecken, fühlen, sehen, hören, gehen. Das ist alles, was der Leib tut. Aber das Innere, das unsichtbar, mein Herz, meine Seele, mein Geist, ja, das ist das Einzige, was Gott erkennen kann. Und Gott sagt jetzt du zu mir. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Durch das Evangelium sagt Gott du zu uns Menschen. Durch das Wort Gottes spricht uns Gott mit du an. Tja, und was tut nun der Mensch? Ja, der Mensch fängt an zu glauben. Und er sagt zu diesem ewigen, heiligen Gott durch das Erlösungswerk Jesu Christi bedingt, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Du schenkest mir voll ein. Du bist mein Gott. Du bist mein Herr. Du bist mein Heiland. Was ist der Glaube? Eine Du- und Du-Beziehung zwischen dem allmächtigen Gott und dem kleinen Menschenkind auf dieser Erde. Und das ist das große Gewaltige, dass dieser allmächtige Gott sich so tief geneigt hat, dass wir an ihn glauben dürfen. Der Liederdichter sagt einmal, die Engel sind erhoben, zu dienen und zu loben, aber Söhne sind sie nicht. Kein Tod hat sie gekettet, kein hoher Preis gerettet, kein starker Arm geführt aus Nacht zum Licht. Gott wählte seine Kinder nur aus der Mitte der Sünder. Für sie floss Jesu Blut. Den Sohn hat er gegeben, mit ihm das ewige Leben, mit ihm ein unvergänglich Gut. Die Engel, die glauben nicht. Die Engel, sie dienen. Das sind die höchsten Wesen, die Gott im Himmel hat, die starken Helden. So hörten wir heute aus Psalm 103. Aber glauben kann nur der Mensch. Die Tiere, die glauben nicht. Wo lesen wir denn das in der Bibel? Die Tiere, die Schöpfung, die Natur wird einmal erlöst werden, sagt Römer 8 und Jesaja 11. Das wissen wir. Aber glauben kann nur ein Mensch, weil der Mensch das Bild Gottes in sich trägt, weil der Mensch der Ansprechpartner Gottes ist, weil Gott zu Menschen du sagt und weil der Mensch zu Gott du sagen kann, durch den Glauben. Also geht's beim Glauben
immer um Mensch und Gott. Immer um Gott und den Menschen. Nun, wir sind ja heute Abend hier als solche Menschen, die wir glauben können, glauben sollen und glauben müssen, damit wir nicht verloren gehen. Denn wenn der Mensch nicht glaubt, geht er verloren. Ihr Lieben, das haben wir sehr oft in der Bibel, besonders in dem Neuen Testament. Wer dem Sohn nicht glaubt, über dem bleibt der Zorn Gottes. Oh, wie oft lesen wir das in der Bibel. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und warum wird der Mensch verdammt, der nicht glaubt? Ja, weil Gott ein ganzes Leben lang den Menschen ruft, ihn mit Du anspricht. Weil Gott durch seine Boten, durch sein Bibelbuch, durch das Alte, durch das Neue Testament zu Menschen spricht. Er ruft ihn, er lockt ihn und sagt, komm du Menschenkind, glaube an mich. Ich habe die größte Herrlichkeit für dich im Himmel bereit. Und der Mensch sagt, nein. Und wenn ein Mensch ein ganzes Leben lang Nein sagt auf dieser Erde, ja, dann gilt dieses Nein des Menschen auch in der Ewigkeit. Und deswegen Mensch, ist der Mensch in der Ewigkeit verloren. Wer ohne Gott auf Erden gelebt hat, wird auch im Jenseits ohne Gott sein. Und das ist die Hölle. Nun, ihr Lieben, ich nehme an, dass wir heute Abend hier versammelt sind. Wir wollen ja glauben. Ich nehme fast an, dass mehr von euch, die gekommen seid, eine Korrektur des Glaubens haben müssten. Denn je länger ich gläubig bin, umso mehr merke ich, wir können einfach nicht so, wie wir sind, in den Himmel kommen. Wir müssen Christus ähnlich werden. Wir müssen eine ständige Begegnung mit dem Herrn Jesus haben. Der Liederdichter sagt, vor dir gilt nur dein eigen Bild. Wir werden umgestaltet in das Bild Jesu Christi. 2. Korinther 3 sagt, von einer Herrlichkeit zur anderen. Also gilt dieses Glaubenswort auch für die Gläubigen? Oh ja. Der Glaube ist nicht eine einmalige Bekehrung, ein einmaliger Akt. Ich habe mich damals vor 13 Jahren bekehrt. Ich bin letztes Jahr im Mai zum Glauben gekommen. Wenn man die Alten so hört, wir tun jetzt eine Schwester zu Grabe, die ist mit 12 Jahren gläubig geworden. Mit 81 stirbt sie, also ist sie 69 Jahre gläubig gewesen. Ja, 69 Jahre ist sie gläubig gewesen. Ich kenne einen Bruder, der ist 71 Jahre gläubig gewesen, ist heimgegangen. Tja, und wenn man diese Menschen jetzt fragt und sagt, ihr lieben Geschwister, mein lieber ehrwürdiger Bruder, du liebe Schwester in deinen weißen Haaren, sag einmal, du bist also gläubig, ja. Wann bist du zum Glauben gekommen nun, vor 69 Jahren? Und dann? Ja, dann habe ich 69 Jahre im Glauben gelebt. Und wir meinen immer, der Glaube, das ist ein punktuelles, einmaliges Ereignis. Ich habe mich damals vor 69 Jahren bekehrt. Jetzt kommt der Deckel auf den Topf, jetzt kommt das I-Pünktchen obendrauf und jetzt lasst mich zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Tja, ihr Lieben, das ist ja der Irrtum. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ja, dann geht er das Glauben erstmal richtig an. Da geht er das Leben erstmal richtig los. Der Mensch wird ja wiedergeboren in seinem Herzen, wenn er glaubt. Und durch den Glauben fängt er jetzt an, mit Gott zu leben. Denn der Mensch kann ja Gott nicht sehen. Und weil er Gott nicht sehen kann, muss er glauben. Und wir müssen sagen, Gott sei Dank, dass der Mensch Gott nicht sehen kann. Was der Mensch meint, an Gott zu sehen, das ist ein Götze. Luther sagt, das ist der weiße Teufel, aber nicht Gott. Der weiße Teufel, denn der Teufel verstellt sich zum Engel des Lichtes. Ja, die Menschen, die machen sich Götterfiguren und sogar in unseren Kirchen, da gibt es Heiligenfiguren. Und da sieht man den heiligen Petrus und die Mutter Maria und alles, was weiß ich, was die Menschen sich für Wahnvorstellungen an Gotteserscheinungen machen. Das ist aber nicht Gott. Gott war zwar in seinem Sohn auf dieser Erde als Mensch, aber der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 16, wir kennen nun an niemand mehr nach dem Fleisch und ob wir Christum nach dem Fleisch gekannt haben, kennen wir ihn jetzt nicht mehr. Christus ist im Himmel beim Vater. Johannes fällt auf der Insel Patmos um wie ein Toter, als ihm der Jesus Christus erscheint. So herrlich ist der Sohn Gottes im Himmel.
Wir können Gott nicht sehen. Warum? Weil Gott ewig ist. Wir sind sterblich. Aber Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Tja, darum heißt es, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Darum heißt es, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Denn unsere sündigen Augen, die so viel Böses auf dieser Erde gesehen haben und sehen, weil viele Menschen bewusst sehen, die sind nicht in der Lage, die Heiligkeit Gottes zu sehen. Wir würden tot umfallen, wenn wir Gott sehen würden. Also glauben wir. Nun, ihr Lieben, das ist jetzt klar, dass der Glaube die einzige Möglichkeit ist, dass wir Menschen mit Gott geistlichen Kontakt aufnehmen, dass wir geistliche Gemeinschaft mit Gott pflegen können. Man sagt ja, in den letzten 150 Jahren, wo wir in Deutschland ungeheuer große Erweckungen hatten, besonders auch in Amerika und England, da sagt man zum Glauben kommen. Das war der richtige Ausdruck. Denn zum Glauben kommen heißt zu Gott kommen. Und damit fängt der Glaube an. Wenn wir aber zu Gott gekommen sind, dann bleiben wir bei Gott. Dann kann ich nicht sagen, ich habe mich damals vor 69 Jahren bekehrt und dann habe ich in der Welt weitergelebt. Das geht nicht. Wer zum Glauben gekommen ist, muss Nein sagen zur Welt. Und wenn wir als Gläubige die Welt nicht liquidieren, dann wird die Welt uns liquidieren. Und wenn wir nicht Nein sagen zur Sünde, dann wird die Sünde uns kaputt machen. Die Sünde ist die Selbstzerstörung des Menschen. Die Sünde ist die Persönlichkeitsvernichtung des Menschen. Die Sünde hat nur ein Ziel, uns mit Stumpf und Stil zu vernichten, dass nichts von uns übrig bleibt. Das will die Sünde. Nun kommt ein Mensch zum Glauben. Und nun lebt er im Glauben. Nun hat er Gemeinschaft mit Gott. Das ist der richtige Glaube. Also nicht darauf pochen, ich habe mich damals vor einigen Jahren bekehrt. Nein, nein. Du sag mal, was hast du heute mit deinem Heiland erlebt? Heute? Du bist doch ein Gläubiger. Was hast du heute geglaubt? Erzähl mal, hast du irgendwas mit deinem Gott erlebt? Glauben heißt mit Gott leben. Also muss ich heute was mit Gott erlebt haben. Was hast du gestern erlebt? Was hast du vorgestern erlebt? Glauben heißt mit Gott leben. Ich muss im Glauben mit Gott ein Erleben haben. Es war irgendwo in Deutschland, nach dem Krieg. Es war die sogenannte schlechte Zeit. Na, es ging so bis 1953, 1954, die ersten 10 Jahre, die waren sehr hart. Da hatten nicht alle Menschen zu essen und zu trinken. Da sind irgendwo die Dachdecker von ganz hohen Gebäude. Und da ist so ein kleines Mädchen, so ist wohl gerade zur Schule gekommen. Und wie es in der damaligen Zeit war, der hat so eine ganz hässliche Puppe. Irgendeine Oma hat da irgendwas zusammengenäht und dann wurde Sägespäne da reingestopft und dann wurde so eine Puppe gemacht für die Kinder. Und das Kind guckt jeden Tag so ganz ängstlich nach oben. Und die Dachdecker beobachten das kleine Geschöpf da. Und der eine Dachdeckergeselle, der streicht dem Kind über den Kopf. Und das Kind guckt den Dachdecker ganz treuherzig an. Sag mal, Onkel, hast du gar keine Angst so hoch da oben? Na ja, der Mann ist Dachdecker von Beruf, der ist schwindelfrei, der weiß gar nicht, was er sagen soll. Angst, na ja, also, es ist nicht immer so schön da oben, wenn es windig ist, aber er findet gar keine Worte, so schnell zu antworten. Und das Mädchen fährt fort, wie in einem Selbstgespräch. Onkel, ich weiß, warum du da oben keine Angst hast. Du hast heute Morgen zu Gott gebetet, nicht wahr? Aber der Dachdecker hat ihn nicht zu Gott gebetet heute Morgen. Er gehört zu den Millionen Zeitgenossen, die ohne Gebet und ohne Gottes Wort aus dem Hause stolpern. Natürlich in die Sünde hineinstolpern, ist doch klar. Tja, darf ich dich mal fragen, hast du heute Morgen auch zu Gott gebetet? Nicht? Siehst du, da haben wir es. Dann glaubst du nicht. Wer glaubt, der betet. Wer glaubt, der lebt mit Gott im Gebet. Nun gut, es gibt Situationen, wo mal das Gebet unterbleiben muss oder wir nur einen Stoßläufer zum Herrn emporschicken, das weiß ich. Aber ich möchte, dass wir uns von vornherein verstehen, was Glauben ist.
Glauben heißt mit Gott leben, Glauben heißt mit Gott reden, nämlich durch das Gebet mit Gott reden. Vor 200 Jahren starb der große Preußenkönig, Friedrich der Große genannt. Tja, und Friedrich der Große war ein Kind der französischen Aufklärung. Ja, es gibt zwar einen Gott, aber er sagte, in meinem Reich kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Er war ein seltsamer Mann, er wollte bei seinen Hunden beerdigt werden, das war ihm alles egal, Tod ist Tod. Jetzt ist er in der Burg Hechingen beerdigt, südlich von Stuttgart. Das ist der alte Stammsitz von den Hohenzollern, da hat man ihn beerdigt. Und am Krieg hat man seine Leiche von Potsdam, von Berlin, da unten hingebracht. Und dann liegt er bis zum Tage der Auferstehung, der große Preußenkönig. Tja, und er hatte so seine Angewohnheit, er fuhr über Land, er inspizierte seine Minister. Und er kam unangemeldet an, egal wo. Die Leute zitterten, wenn der König kam. Naja, und wenn der König vorfuhr, dann stand alles stramm, nur einer nicht. Ein Minister vom Pfeil, so war sein Name. Tiefgläubiger Mann. Naja, und die Lakaien kommen angelaufen und die melden, dass der König da ist. Der Minister soll sofort einsteigen. Sie fahren mit der Kutsche über Land, sie wollen eine Inspektion machen. Der Diener verneigt sich tief und sagt zu dem König, Majestät, der Herr Minister ist in der Morgenandacht. Er kann nicht kommen. Der König wird unwirsch. Was redet er da? Ich bin der König von Preußen. Melde er dem Herrn Minister, dass ihn der König sprechen will. Der Diener kommt wieder und verbeugt sich tief, Majestät. Der Minister ist in Audienz beim allerhöchsten König im Himmel. Und er darf in dieser Audienz nicht gestört werden, bis diese Audienz beim allerhöchsten König im Himmel beendet ist. Der Diener verneigt sich tief. Und der König wartet, bis der Minister seine Audienz beim himmlischen König beendet hat. Ja, ihr Lieben, das ist Glauben. Vor Gott und vor der Welt. Durch das Gebet Gemeinschaft haben mit seinem Vater im Himmel. Nun, wenn das jetzt klar ist, was dieser echte, wahre Glaube ist, dann lassen Sie uns doch mal in dieses Wort hineinschauen, wie hier ein Mensch geglaubt hat. Johannes 4, es geht ja eigentlich erst an, dieses Textwort vom 47. Vers. Hier geht zwar nicht um einen König, aber in der Luther-Übersetzung heißt es so interessant, ein Königischer. Das ist so eine altdeutsche Ausdrucksweise. Hier ist also ein Beamter, vielleicht sogar ein Adliger, der im Dienst des damaligen König Herodes war. Das war oben in Galiläa, da war ein gewisser Herodes Antipas, ein Sohn von Herodes dem Großen. Herodes der Große ist uns bekannt, der hat die Kinder in Bethlehem umgebracht. Und dieser Herodes, der wohnte oben in Tiberias am See Genezareth. Er war Vierfürst, so heißt es bei uns, ein Tetrarch. Nach dem Tode seines Vaters war das Reich in vier Teile aufgeteilt worden und er hatte einen Teil bekommen. Ein Teil hatte seinen Bruder Philippus. Und Johannes der Täufer sagt zu diesem Herodes, es ist nicht recht, dass du deines Bruders Philippus Weib hast. Wir kennen die Geschichte. Ein Teil hatten die Römer, Provinz Judäa mit Jerusalem, dort war ein gewisser Pontius Pilatus. Und diese hohen Herren hatten natürlich Beamte. Nun ist hier ein königlicher Beamter, darf ich das mal so sagen, wo Luther übersetzt, ein königischer. Und dieser Mensch lebt auf der Sonnenseite des irdischen Lebens. Der ist mit Gold und Silber behangen, der geht mit Glanz und Gloria durch das Land. Wenn so ein königlicher Beamter kommt, dann muss alles niederfallen und alle müssen sich springen. Dieser Mann ist glücklich verheiratet, dieser Mann hat Kinder, dieser Mann hat einen Palast, hat ein kostbares Haus und sein Sohn ist todkrank. Siehst du? Das sind wir Menschen. Todkrank. Hier geht es natürlich um eine irdische Krankheit. Aber bei uns Menschen geht es vornehmlich um die seelische Krankheit, wo die Bibel sagt Sünde, wo die Dichter sagt, es gibt im Leben ein Herzeleid. Das ist wie die weite Welt so weit.
Das ist so tief wie das tiefste Meer. Das ist wie Bergeslasten so schwer. Das ist das größte Herzeleid, wenn die Seele in der Brust um der Sünde willen schreit. Ja, wir Menschen sind krank, nach innen Sünde, nach außen mit unserem Leibe. Tja, und dieser Junge hier, dieser königliche Beamte, der einen Sohn hat, steht nicht da, dass er noch andere Kinder hat, aber das ist auch jetzt nicht entscheidend. Tja, der Junge ist todkrank. Und jetzt merken wir auf einmal, welche Wege Gott geht, um in uns den Glauben zu wecken. Gott muss uns Menschen durch Leiden und Trübsal führen, damit wir anfangen, nach Gott zu fragen. Denn wenn es uns gut geht, dann brauchen wir ja Gott gar nicht. Es war mal in Skandinavien, oben in Norwegen, eine Rundfrage, wie die Journalisten das so machen. Ausländisch heißt das ein Interview. Und da fragten sie ihre Leute, beten sie? Ach, beten, sagt eine Frau. Ich beten, für was dann? Ich bin doch gegen alles versichert. Ich kann mir doch alles kaufen. Warum soll ich da noch beten? Ja, da sind wir Menschen, gerade in Westdeutschland, in Westeuropa. Wir können uns ja alles kaufen, wir sind ja gegen alles versichert. Zu was denn noch beten? Und wahrscheinlich war es im Hause dieses königlichen Beamten auch so. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls der Junge ist todkrank, heißt es hier in unserem Textwort. Hier geht's auf Leben und Tod, siehst du? Hier geht's auf Leben und Tod. Und ihr Lieben, hier genau setzt der Glaube ein. Wenn wir uns mit dem Glauben befassen, dann geht es immer auf Leben und Tod. Ewiges Leben oder ewiger Tod. Irdisches Leben oder irdischer Tod. Denn dieser Junge steht ja in der Gefahr zu sterben. Und Jesus heilt das Kind. Der Junge bleibt am Leben. Stell sich vor, dieser Junge wäre jetzt gestorben. Aber der Heiland hat ihn zum Leben erweckt. Und einige Jahre später vollbringt unser Heiland das Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn der Mann mit seinem ganzen Hause glaubte, auch dieses todkranke Kind, das wird später mal an den Herrn Jesus geglaubt haben und wird zur Urgemeinde gehört haben. Steht nicht, aber das ist anzunehmen. Weil die Urgemeinde nicht in Jerusalem am stärksten war, sondern die Urgemeinde war in Galiläa am stärksten und in der sogenannten Dekapolis, in dem Gebiet der 10 Städte, östlich vom See Genezareth, dort wohnten ja die Heiden. Die Schweinefleisch aßen, wir kennen die Geschichte, wo 2000 Säue ins Meer stürzten. Dort war 600 Jahre Evangelium. Als unser Heiland das Erlösungswerk vollbrachte, zogen die Apostel dort oben hin, Tausende und Hunderttausende Millionen bekehrten sich. Und bis zum Jahre 638 nach Christus gab es ganz blühende, lebendige Gemeinden da oben. Tja, ihr Lieben, dort oben war die wahre Urgemeinde. Und man könnte sagen, wenn dieser Mann hier gläubig wird mit seinem ganzen Hause, ja, der wird gewiss auch nach Pfingsten und nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu, nach der Kreuzigung des Herrn mit seinem ganzen Hause gläubig gewesen sein und wird zur Urgemeinde gehört haben, zur wahren Gemeinde Jesu. Und dieser Junge natürlich auch. Wäre der Junge gestorben, dann wäre dieses Glückes der Erlösung durch den Herrn Jesus nicht teilhaftig geworden. Aber Gott gebraucht jetzt die irdische Not, um dem Menschen das himmlische Glück zu vermitteln. Jede irdische Not birgt in sich ein Geheimnis. Gott will uns himmlisches und ewiges Glück schenken. Keine irdische Not hat ein anderes Ziel. Es gibt keine irdische Not, dass wir irgendwie daran zugrunde gehen oder dass uns Gott sterben lässt. Nein. Sondern jede irdische Not vermittelt uns ein Stück des Himmels. Und das geschieht hier. Der Vater, der an dem kranken, fast Sterbebett seines Sohnes sitzt, der die kleine Hand seines Kindes fasst. Die Mutter streichelt über das Gesicht des Kindes. Fieber steht hier. Fieber. Ja, wenn es auf Leben und Tod geht, 41, 42 Fieber, vielleicht noch mehr. Der Junge glüht, der Schweiß läuft ihm von der Stirn. Wie können Eltern am Krankenbett ihres Kindes sitzen? Niemand konnte helfen. Dieser Königische hatte die besten Ärzte. Oh, das kann ich euch sagen. Der König Herodes, er wird schon seine Ärzte geschickt haben. Und die ganzen römischen Landpfleger und Prokuratoren und Offiziere und Generäle, die es da oben gab,
Die werden schon ihre Spezialisten aus Griechenland oder aus Rom geschickt haben. Niemand kann dem Jungen helfen. Es geht auf Leben und Tod. Ja, ihr Lieben, da setzt der Glaube ein. Wenn niemand uns helfen kann, wenn wir am Ende sind, am Ende mit dieser Welt, am Ende mit uns selbst, wenn wir in einer Sackgasse stecken, wenn wir im spitzen Winkel stehen, wir können weder vorwärts noch rückwärts, weder rechts noch links, dann setzt der Glaube ein. Auf einmal erinnert sich der Vater oder vielleicht sagen das einige Knechte oder irgendeine Hausangestellte, du, Jesus von Nazareth, der hat doch die Toten auferweckt, der hat doch die Kranken geheilt, der hat doch die Hungernden gespeist, das war doch hier oben, ganz in der Nähe von Tiberias, von Magdala, wo er von der Maria Magdalena 7 Dämonen ausgetrieben hat. Das ist doch die Urheimat des Evangeliums, da oben am See Genezareth. Dort ist doch Kapernaum. Kapernaum, Dorf des Trostes. Quar ist das Dorf, Nahum ist der Trost. Zwei hebräische Worte, Quar Nahum, Kapernaum. Du, wir senden nach Jesus. Aber Jesus ist nicht da. Der ist in Judäa zum Passafest. Ja, der kommt doch aus Judäa zurück. Er geht nach Galiläa. Wohin? Nach Kana, wo das Wasser zu Wein gemacht hat. Das sind ja 32, 35 Kilometer. Zu Fuß, auf dem Pferd, auf einem schnellen Kamel, in der Sänfte getragen. Ich weiß es nicht. Der Vater sagt, koste es, was es wolle. Ob das 35 Kilometer sind oder 350 Kilometer, ich muss zu Jesus. Uns kann nur noch Jesus helfen. Ihr Lieben, wir müssen oft in den Zerbruch unseres Lebens kommen, dass wir ganz mit uns selbst am Ende sind. Dass wir endlich einsehen, niemand kann uns helfen. Wir selber können uns auch nicht helfen. Uns kann nur Jesus helfen. Da setzt der Glaube ein, ihr Lieben. Wenn wir am Ende sind, Abraham war ein Greis von 75 Jahren. Ja, dann zieht er aus Haran, aus Ur und Chaldea. Ein Greis von 100 Jahren. Und er bekommt den verheißenen Sohn. Aber Moment mal, mit 100 Jahren ist doch die Menschheit am Ende. Da sind doch die meisten Leute schon gestorben. Ja, aber das ist echter Glaube. Wenn du mit 100 Jahren am Ende bist, schenkt Gott dir einen Sohn. Aus diesem Sohn kommt das Volk Israel. Und das Volk Israel besteht schon seit 4000 Jahren. Dieses Volk ist entstanden durch den Glauben Abrahams. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nicht zu hoffen war, dass er der 100-jährige Greis und sie, die 90-jährige Greisin, die Sarah, noch ein Kind haben werden, den Isaak. Der hat zwei Kinder, der eine heißt Jakob. Jakob hat 12 Kinder, die 12 Stämme werden daraus. Und das Volk Israel besteht seit 4000. Und sie ringen, oh Jesus, dass auch ich selig werde. Ja, aber ihr Lieben, wir sind noch nicht genug am Ende. Abraham war am Ende mit 100 Jahren. Ist der größte Teil der Menschheit beerdigt. Dann ist zu Ende. Hier dieser Junge ist todkrank, der Vater ist am Ende. Dieser königliche Beamte. Das hat natürlich auch wahrscheinlich der König gehört. Hast du schon gehört, Majestät, da dein Beamter da aus Kapernaum, der zieht da mit seinen schnellen Rossen da rüber nach Kana. Was macht er dort? Gibt es dort einen neuen Wunderarzt? Nein. Da gibt es so einen Wanderprediger aus Nazareth, der heißt Jesus. Was für eine Schmach, was für eine Schande. Ein hoher königlicher Beamter läuft hinter diesem Jesus her, den sie später mal an das Kreuz nageln werden. Tja, ihr Lieben, wir folgen erst Jesus nach, wenn wir mit uns selbst und mit dieser Welt am Ende sind. Hier setzt der Glaube ein und keine Sekunde früher. Und Gott lässt es oft zu, dass wir so lange strampeln, bis wir am Ende sind. Und dann fangen wir erst mal an, richtig zu glauben. Dann trauen wir Gott alles zu. Wenn wir uns nichts mehr zutrauen, dann fangen wir an, Gott alles zuzutrauen. So, ihr Lieben, das ist aber erst in dieser Geschichte, diese Grundlage, wo der Glaube aus einer Not, aus einer Todesnot geboren wird. Unsere Väter sagten immer in Matthäus Kapitel 15, da steht etwas geschrieben über die Glaubensfürstin von Anhalt. Nun, in der alten Zeit gab es ja drüben, was heute Ostzone DDR ist, gab es ja ein Fürstentum von Sachsen, Coburg, Anhalt und wie das alles hieß. Ja, und dann machte man immer so etwas tiefgründig eine Bemerkung,
In der Bibel steht bereits von einer Fürstin von Anhalt, die hat im Glauben beim Herrn Jesus angehalten und hat gesagt, Herr, hilf mir, meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Sie kennen die Geschichte von dieser kananäischen Frau. Steht in Matthäus 15, Abvers 21. Tja, und warum hält sie an? Warum ist sie eine Glaubensfürstin, diese Fürstin von Anhalt, die anhält zu beten? So wie die bittende Witwe vor dem ungerechten Richter in Lukas 18. Ja, weil ihre Tochter vom Teufel übel geplagt wird. Warum geht dieser Vater zu Jesus? Weil das Kind todkrank ist. Der Junge kann ja morgen schon tot sein. Der Tod wartet nicht. Schnell tritt der Tod den Menschen an. Es ist ihm keine Frist gegeben, den Menschen. Er stürzt ihn mitten in der Bahn, der Tod den Menschen, und reißt ihn fort vom vollen Leben, bereitet oder nicht zu gehen. Der Mensch, er muss vor seinem Richter stehen. Ja, was ist, wenn der Junge morgen tot ist? Siehst du? Der Glaube wird aus der Not unseres verlorenen Zustandes geboren. Der Glaube entsteht, wenn wir in großer, großer Not sind. Das ist das Erste. Nun geht dieser königliche Beamte zum Herrn Jesus. Er geht also nicht zu den Jüngern oder er geht nicht schnell nach Jerusalem und fragt den hohen Priester. Und der hohe Priester hätte ihn gewiss empfangen mit großem Glanz und Glorie. Oh, der königliche Beamte kommt. Der Beamte des Königs Herodes, was kann ich für Sie tun? Schickt Ihr König Sie? Was ist geschehen? Nein, er geht nicht in den Tempel nach Jerusalem. Er spricht auch nicht mit den Jüngern, mit keinem Petrus und mit keinem Johannes. Die können auch nicht helfen. Die sind auch der Hilfe bedürftig. Simon, Jonas Sohn, hast du mich lieb? Simon, Simon, der Satanas hat euer Begehr, der wollt euch sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oh ja, für den Simon Petrus musste der Heiland sehr, sehr beten, der ihn da verraten hatte an Jerusalem, an dem Zionsberg. Wo der Hahn krähte, wo ihn verleugnet hat, der Petrus verleugnet, denn Jesus, der heute Ort heißt bis heute Gallicantus. Das heißt zu Deutsch, der Hahn krähte. Gallus, der Hahn. Cantus, der Gesang. Gallicantus, der Hahn krähte. Seit 2000 Jahren heißt dieser Ort so. Weil dort dieser Petrus den Herrn Jesus verleugnet und der Jesus musste für ihn beten, dass sein Glaube nicht aufhöre. Und so lesen wir in diesem Textwort nichts. Der königliche Beamte geht nicht zu Petrus, nicht zu Johannes, nicht zu Andreas, nicht zu Philippus. Ganz gleich, wer hier auch sein mag, dieser königliche Beamte geht direkt zum Herrn Jesus. Der Jesus will ja nicht gleich mitgehen, so lesen wir ja in diesem Textwort. Denn der Jesus sagt zu ihm ja, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubet ihr nicht. Und der Mann wird fast ungeduldig, komm Herr, hilf. Mein Kind stirbt. Also er geht direkt zum Herrn Jesus. Ihr Lieben, das ist lebendiger Glaube. Wissen Sie, ich wundere mich manchmal, wie Menschen so ihr Glaubensleben führen. Also wir müssen zugeben, es gibt suchende Menschen, die lesen die Bibel oder lesen Bücher oder da ist irgendeine Evangelisation, dort kommen sie hin. Das ist wunderbar. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass Menschen sich an Menschen hängen. Und dass Menschen an der falschen Stelle suchen. Das ist gut, dass wir Bücher lesen, obwohl Salomo sagt, das Büchermachen ist kein Ende. Das kann uns innerlich eine Hilfe sein. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir die Bibel lesen. Aber ihr Lieben, es gibt Leute, die lesen jahrelang Bücher. Sie kommen jahrelang in die Versammlung. Die lesen immer wieder mal die Bibel und sie glauben nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, sie kommen nicht zu Jesus, denn wer zu Jesus kommt, der muss sein altes Leben aufgeben. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Das fordert der Heiland von uns. So singen wir es auch in einem Liede. Also dieser Mensch kommt gleich zu Jesus. Der gibt jetzt sein Ansehen auf als königlicher Beamter. Vielleicht haben sie ihn auch ausgelacht. Die ganze medizinische Kunst hat er aufgegeben. Hier kein Arzt und kein Niemand und kein Priester und kein Tempel. Hier kann nur Jesus helfen. Schaut einmal, dieser Mensch kommt gleich zum Herrn Jesus. Darf ich dich einladen? Heute Abend gleich zum Herrn Jesus kommen. Ich kenne deine Gedanken.
Der Feind, der hat so feine Feuerpfeile, die sieht man nicht. Der schießt dir jetzt so Gedanken in den Kopf, naja, ist ja ganz schön und gut, was da gepredigt wird heute Abend, aber du kannst dich ja auch nächste Woche noch bekehren, nicht? Es muss ja nicht gleich sein. Das beste Möbelstück, auf dem der Mensch zur Hölle fährt, das ist die lange Bank. Kennst du die lange Bank? Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Morgen bekehre ich mich. Morgen habe ich noch nie in der Bibel gelesen. Der Heiland hat nie zu Zachäus gesagt, steig morgen hernieder. Ich werde morgen in deinem Hause einkehren. Hat der Heiland nie gesagt. Er hat gesagt, heute muss ich in deinem Hause einkehren. Zachäus, steig sofort hernieder von diesem Baum. Heute soll ihr seine Stimme hören, verstocket eure Herzen nicht. In der Bibel gilt nur das Selige heute. Ja, ihr Lieben, dieser Mann also kommt direkt zum Herrn Jesus. Hier und heute. Er lässt sich jetzt durch keine Gedanken oder Überlegungen abbringen. Unterwegs hätte er ja sagen können, ach nee, es ist jetzt noch 10 Kilometer bis nach Kana. Nee, also wir gehen nach Hause. Er geht zu Jesus. Er geht direkt zu Jesus. Ich bitte dich, komme jetzt zu Jesus. Jetzt. Warum morgen? Heute Abend kannst du zu Jesus kommen. Jetzt ist das selige heute. Denn jetzt kommen wir zu einem dritten. Der Jesus ist jetzt da. Stellt euch mal vor, der Jesus wäre in Jerusalem. Na, unsere alten Israelfahrer wissen das. Wir waren letztes Jahr 5-mal in Israel. Im April, im Mai, im Sommer, im Herbst und dann noch im November. Naja, und wenn wir in Israel sind, fahren wir natürlich auch durch das Land Israel. Selbst wenn wir eine Erholungsfreizeit machen, also wir müssen auch wenigstens mal zum See Genezareth drauf und ans Mittelmeer und nach Jerusalem. Und da steht bei Kapernaum an dem Ort der Brotvermehrung ein Straßenschild. Das sehen wir jedes Mal, wenn wir dorthin fahren. Und auf dem Straßenschild steht Jerusalem 166 Kilometer. Na, stellt euch mal vor, der betrübte Vater hatte 166 Kilometer nach Jerusalem reisen müssen, um zum Herrn Jesus zu kommen. Stellt euch mal vor, der hätte die 166 Kilometer zurückreisen müssen. Ja, dann wäre das Kind gewiss gestorben, dann wären ja bald 2 Wochen darauf hingegangen. Überlegt euch mal, der Jesus ist jetzt da, ist ganz in der Nähe dieses betrübten Vaters mit seinem kranken Kinde. Was sind 30 Kilometer bis nach Kanaan, Galiläa? Ist ganz nahe. Und das lehrt uns die Bibel, besonders im 10. Kapitel des Römerbriefes. Der Herr ist nahe, so steht es auch im Philipperbrief. Das Wort Gottes ist dir nahe an deinem Munde. Gott ist dir näher als den Atem, den du einatmest. Gott kam uns so nahe, dass in Christus Mensch wurde. Gott kommt uns so nahe, dass in seinem Sohn am Kreuz für unsere Sünden stirbt. So nahe ist der Herr. Also, wenn der Herr so nahe ist, dann kann er diesem Sohn des königlichen Beamten helfen, natürlich. Und wenn der Jesus heute Abend so nahe ist, in diesem schönen Haus, keine KGB treibt uns auseinander, keine Securitate schreibt uns auf, keine Geheimpolizei wirft uns ins Gefängnis. Wir spüren, dass der Geist Gottes in unserer Mitte wirkt. Der Jesus ist nahe. Es ist unsichtbar. Wir sehen unseren Heiler nicht, aber er ist ganz nahe. Ja, vielleicht darf ich das mal in Zentimetern ausdrücken, wie nahe uns der Heiland heute Abend ist. Kann man das in Zentimetern ausdrücken? Oh ja, das kann man. Also ich müsste jetzt meinen Zollstock anlegen, mein Zentimetermaß, und habe hier oben so eine Stirnplatte und dahinter gibt es eine Stirnhöhle. Und da ist so eine doppelte Wand hier, so ist das Gehirn geschützt, so hat es Gott geschaffen. Jetzt fange ich mal hier oben an zu messen. Na, 2 Zentimeter, 10 Zentimeter, 20, na, bis zum Herzen ist nicht weit. 20 Zentimeter, 15 Zentimeter,
12 Zentimeter, wie weit ist das so? Aha. So weit bist du von Gott entfernt. Warum? Nun, weil du ja das Evangelium kennst. Du hast ja alles hier oben in deinen Gehirnzellen gespeichert. Von der ersten Kinderstunde an, als du anderthalb Jahre warst, hast du schon vorne auf der ersten Bank gesessen und hast gesungen, wenn der Heiland als König erscheint. Stell dir das mal vor. Das sagt ihm eine über 80-jährige Frau. Das erste, was ihr gläubiger Bruder ihr im Alter von 2 Jahren beigebracht hat, war das Lied, wenn der Heiland als König erscheint. Und? Na ja, das dauert noch Jahre, bis sie sich bekehrt hat. Aber es war alles hier oben, alles gedächtnismäßig im Gehirn gespeichert. Und es fehlten die letzten Zentimeter ins Herz. Denn die Bibel sagt, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Munde bekennt man zur Seligkeit. Also mit dem Herzen glaubt man, mit dem Kopfe denkt man, mit dem Kopfe glaubt man nicht, man glaubt mit dem Herzen. Also muss unser ganzer Kopfglaube die paar Zentimeter runterrutschen in unser Herz. Und dann? Ach, dann zieht der Heiland in mein Herz ein. Hier und heute. So nahe ist uns der Herr Jesus. Wir müssen heute Abend nicht 30 Kilometer laufen, um irgendetwas zu hören. Und wenn wir von weit her kommen, haben wir ein schnelles Auto, nicht? Was sind heute 30 Kilometer mit dem Auto? Ach, bei den Straßen, bei den Autobahnen, die wir haben. Bei der Straßenlage, bei der Aerodynamik unserer Autos, 30 Kilometer ist auch heute gar nichts. Tja, ihr Lieben, unsere Geschichte sagt, wir können nur glauben, wenn der Herr Jesus da ist, wenn er in unserer Nähe ist, wenn seine Gnadengegenwart uns begegnet. Und das ist hier, was diesem Mann geschieht. Jesus ist da. Und jetzt sagt der Vater so, ich lasse alle stehen und liegen, die Mama bleibt bei dem kranken Kind, die Diener und die Angestellten sind alle da, vielleicht hat auch viele Soldaten, die auch noch da waren. Jetzt geht's hin zu meinem Jesus. Warum? Der Jesus ist da. Jetzt kann ich mich bekehren. Tja, ist der Jesus morgen auch noch da? Sicher, wenn morgen die Welt noch besteht, ist der Jesus morgen auch noch da. Würde mich der Herr Jesus morgen, wenn ich mich morgen bekehre, auch noch annehmen? Ja, der Jesus würde die auch noch annehmen. Also würde jetzt der Vater sagen, ach Leute, wir gehen morgen zum Herrn Jesus. Was sagt die Frau? Das Kind ist todkrank. Du als Vater willst morgen hingehen, der Junge stirbt bis morgen. Wer stirbt? Na, das Kind. Gott? Nein. Gott ist morgen, übermorgen, gestern, heute, in alle Ewigkeit derselbe. Gott? Ja, der ist immer da. Morgen, übermorgen, die ganze Woche, die Bibelwoche ist vorüber. Tja, wir kommen dann Ende Januar, Februar, März, April, Juni, Juli, August. Wenn die Welt noch besteht, Gott ist immer da. Aber ob du noch da bist, das ist die Frage. Denn garantiert, wenn dieses Jahr rum ist, da seid ihr nicht mehr alle da. Und wer der Nächste sein wird, der sterben wird, das weißt du nicht. Aber der Teufel belügt dich und sagt, na ja, da hinten, weißt du, dieser alte Mann da, der kann ja kaum noch gehen. Da, diese alte Frau, weißt du, die mit dem Stock kommt. Nein, 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 du kannst morgen schon tot sein. Siehst du, Gott kann immer, aber du kannst nicht immer. Und deswegen musst du dich heute bekehren, weil du gar nicht weißt, ob du morgen noch kannst. Selbst wenn du morgen noch da wärst, weißt du auch nicht, ob du morgen kannst. Denn die Sünde verstockt einen Menschen. Als ich zum Glauben an Jesus kam, lernte ich einen Mann kennen, so an die 70 Jahre alt. Und man sah ihm irgendwie an, er hatte so was Feines, so was, ich will nicht sagen, so was Gebildetes, aber ich dachte so in meinem Leben, dieser Mann hat nie schwer gearbeitet in seinem Leben. So sah dieser Mann aus, so was Künstlerisches, war er Maler oder irgendwas. Ich kannte ihn nicht, naja. Wir kommen ins Gespräch, oh, der Mann kann beten. Jeden Sonntagabend hatten wir Gebetsgemeinschaft. Kurze Zeit später, wo ich gläubig war, bin ich dann in die Gebetsgemeinschaft gegangen. Oh, wenn der seinen Mund auftat, der konnte beten. Wir jungen Leute, wir hört nur, wenn so die alten Geschwister beteten. Naja, es vergeht einige Zeit und wir haben Vertrauen zueinander. Und dann erzählt er, wie er zum Glauben kam. Er war von Beruf
Musiker. Er spielte Saxophon und alle möglichen Blasinstrumente in unserer Tanzkapelle. Und in der Tanzkapelle, wo er da gespielt hat, in dem Gasthaus, in dem Tanzsaal oder wie man das nennen will, tja, da ist eine ganze Woche Evangelisation, da kommt ein China-Missionar. Was, sagt dieser Mann zu seiner Frau, wir haben am Samstagabend kein Tanzvergnügen, da kommt irgend so ein frommer Mann aus China und predigt da irgendwas aus der Bibel. Wieso, ich habe doch jahrelang dort meine Tanzmusik gemacht. Na, sagt die Frau, da gehen wir doch mal hin. Da lässt du deine Instrumente zu Hause und dann hören wir uns mal diesen China-Missionar an. Gesagt, getan. Die gehen an, ich glaube, es war am letzten Abend, ob Samstag oder Sonntag, aber weiß ich nicht mehr. Die gehen da hin, hören sich den China-Missionar an. Ein alter, großer, starker, weißhaariger Mann, der, ich weiß nicht, 40, 50 Jahre in China evangelisiert hat. Hat mir auch den Namen gesagt. Der predigt mit Donnerstimme. Er sagte, wisst, das war, als ob sich die Balken bogen. So wirkte der Geist Gottes. Ich sage zu meiner Frau, du, wenn die Versammlung hier aus ist, ich bleibe zurück. Der Mann reist nächste Woche ab. Ich muss mich heute bekehren. Was? Du bist wahnsinnig. Du bist verrückt. Du bist unnormal. Du bist ein Musiker. Du verdienst schweres Geld. Bedenke, was dieser Tanzsaal hier uns bedeutet. Du kannst dich doch hier nicht bekehren, wo du mir Tanzmusik gemacht hast. Doch, sagt der Mann. Heute Abend bleibe ich zurück. Komm, wir gehen zusammen. Nein, sagt die Frau. Naja, es dauert einige Zeit. Es bekehren sich Leute. Und er sitzt wohl so bis Mitternacht. Und die Frau sitzt bei ihm. Die geht nicht weg von ihm. Und er beredet sie. Komm, wir wollen uns bekehren. Nein, es geht immer hin und her. Naja, und eine nach dem anderen kommt dran. So, sagt der Mann, jetzt ist niemand mehr da, jetzt gehen wir beide. Nein, sagt die Frau. Ja, komm, sagt der Mann, greift bei der Hand. Da reißt sich die Frau los und läuft weg. Weißt du, wohin? In die Nacht hinaus. Weißt du, wo das steht? Johannes 13. Judas ging hinaus und es wurde Nacht. Der Mann guckt immer nach rechts und links, schüttet dem Missionar sein Herz aus, sie gehen auf die Knie, der bekehrt sich von Grund auf. Bekennt alle seine Sünden, Schandtaten, was in diesem Tanzlokal da passiert war. Und dann? Tja, dann kommt er nach Hause. Die Frau lebt noch. Oh ja, die lebt am Montag noch. Ach, die lebt im nächsten Jahr noch. Die lebt noch 30 Jahre und hat sich nie bekehren können, weil sie verstockt war. Sie hat ihre Gnadenstunde versäumt. Ich war damals als Evangelist unterwegs, ich hatte etwas Kontakt noch mit ihm und dann hörte ich, ja, seine Frau ist gestorben. Und meine erste Frage war, ist sie noch gläubig geworden? Er hatte so wasserblaue Augen, so ein bisschen große wasserblaue, so frische rote Backen, nur ein alter Mann von über 70 Jahren. Und die Augen füllten sich mit Tränen. Er wagte nicht, mit dem Kopf zu schütteln. Seine Zunge konnte nicht sprechen, so bewegt war er. Aber seine Augen sagten nein. Und seine Tränen sagten nein. Und weißt du, wie viele Jahre vergangen waren? 35 Jahre. So lange hat die Frau noch gelebt. Der Bruder wurde dann älter, der wurde über 90. Aber damals waren das 35 Jahre. Siehst du? Du bist morgen noch da. Du bist auch übermorgen da, auch nächste Woche noch, wenn die Welt noch besteht. Aber ob du dich bekehren kannst? Gott kann immer, aber du kannst nicht immer. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Das heißt im Buch Hiob, solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Das habe ich erlebt. Ich war als junger Student in Frankreich, in Paris. Da war der erste Sputnik um die Erde geflogen, 1957. Und in Paris gibt es eine deutsche Kirche, augsburgischen Bekenntnis. So was hatte ich noch nie gehört. Aber der Geist Gottes arbeitet an mir. Ich ging am Sonntag mal zur Kirche, war ja schließlich ein Deutscher, wollte mal gucken und wieder mal ein bisschen deutsche Muttersprache hören. Naja, und da hatten die am Nachmittag irgendeine Veranstaltung und der Geist Gottes arbeitet an meinem Herzen.
Und dann beim Rausgehen wurden wir alle verabschiedet. Da sagt doch dieser dortige Pastor, ach, bleiben Sie doch heute Nachmittag zurück, wir kommen um 3 Uhr zusammen, das und das wird sein. Denke mir, geht der Boden unter den Füßen weg. Wenn ich heute Nachmittag zurückbleibe, dann muss ich mich vielleicht noch bekehren. Aber Moment, ich bin ja so jung, ich muss doch das Leben noch genießen. Ich kann mich doch nicht bekehren. Solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Dann ging ich jeden Tag am Morgen und am Abend. Wir fuhren mit der U-Bahn, mit der Untergrundbahn. Eine der größten Untergrundbahnnetze gibt es überhaupt in Frankreich, in Paris. Und da steige ich aus der U-Bahn heraus und da komme ich an eine Kirche vorbei. Und da steht ein riesengroßer Spruch drauf. Natürlich auf Französisch, klar. Da steht drauf, Lukas 19, Vers 10. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jedes Mal geht ein Pfeil in mein Herz. Ich gucke weg. Ich komme am Abend zurück. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wieder geht ein Pfeil in mein Herz. Morgens, abends, morgens, abends, morgens, abends. Solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Die ganze Zeit dort. Solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Nun, bin ich dann in Deutschland. Es wird evangelisiert. Ein auswärtiger Chor singt. Nicht so viele Leute, vielleicht so 18, 20 Leute haben einen gewaltigen Gesang. Nun, wenn man so aus der Welt heraus zum Glauben kommt, sowas habe ich noch nie gehört. Was singen die denn für ein Lied heute Abend? Ich klopfe an. Oh, jetzt redet Gott ein zweites Mal zu dir. Jetzt, wo du wieder in Deutschland bist, ich klopfe an. Wenn du nicht hören willst, mit schwerem Hammerschlag. Oh, das geht dir durch und durch. Jetzt wusste ich, Gott hat ein zweites Mal geredet. Jetzt wusste ich, ein zweites Mal. Du, solches Gott tut Gott 2 oder 3 Mal. Wenn du dich nicht bald bekehrst, dann bist du ewig verloren. Da waren übrigens 9 Monate dazwischen. Als ich aus Frankreich zurückkam und dann war ich wieder in Deutschland. Das war dann im Februar, sang dieser Chor. Ich klopfe an mit schwerem Hammerschlag. Ich klopfe an, wenn du nicht hören willst. Ich wusste, jetzt redet Gott ein zweites Mal. Jetzt oder nie. Tja, Gott war immer noch derselbe, der ist heute noch derselbe. Aber Gott redete nicht mehr ein drittes Mal zu mir. Dieses zweite Mal war so gewaltig. Ich besuche gläubige Kinder Gottes. Ich habe mich mal zum Abendessen eingeladen, habe erzählt. Der Mann erzählt, wie er zum Glauben an den Herrn Jesus kam. Die Frau erzählte das. Naja, wie das so ist, wenn man zu Gläubigen ist. Und ich rutsche auf meinem Stuhl hin und her und bin aufgeregt und weiß nicht, was ich sagen soll und so. Es ist abends um 11 Uhr, wir verabschieden uns, der Hausvater betet noch. Ich kann natürlich nicht beten, warum noch? Ich bin ja ungläubig, wieso soll ich da beten können? Na, ich kann vielleicht beten, ich bin klein, mein Herz mal rein, soll niemand drin wohnen als Jesus alleine. Das war vielleicht alles. Geh nach Hause, es wird 10:45, es wird 11:30, 23:30 mitteleuropäischer Zeit. Ich klopfe an mit schwerem Hammerschlag. Solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Da wusste ich, mein Lieber, du gehst keine Millimeter weiter. Du fällst jetzt auf deine Knie und rufst den Namen des Herrn Jesus an. Du bekehrst dich, egal was da kommen mag. Ach, ich hatte Angst, was werden die Leute sagen, wenn ich vom Glauben abfalle und ach, was man da für Nöte hat. Solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Die Zeitspanne waren 9 Monate, ungefähr so 9 Monate, ein knappes Jahr, die dazwischen lag. Solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Tja, und jetzt? Ja, die haben immer gepredigt, du musst dich bekehren. Ja, aber wie? Ja, steht in der Bibel, glaube an den Herrn Jesus Christus, wirst du in dein Haus selig. Aber hier oben in meinem Kopf glaube ich doch. Ich glaube doch, dass es einen Gott im Himmel gibt. Ich wusste auch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das hat jemand in einem kirchlichen Unterricht gehört. Aber wie bekehrt man sich? Tja, und dann hatte ich mal irgendwo gehört oder gelesen, dass einer der alten Erweckungsprediger, ich meine, es wäre Gerhard Ter Stegen gewesen,
der geht im Wald spazieren und dann zieht er sich mit seinem Schuh, er macht seinen Fuß so ganz spitz, dann zieht er sich über den weichen Waldboden einen Strich. Bleibt vor diesem Strich stehen und sagt, Herr Jesus, wenn ich jetzt mit meinen äußeren Füßen und Beinen über den Strich trete, dann trete ich über die Linie aus dem Verlorensein in den Himmel. Weg vom Teufel hin zu dir. Der Strich ist die Linie. Und so hat er sich bekehrt. Und das fiel ihm an diesem Abend ein. Der Geist Gottes wirkte mächtig an meinem Herzen. Und da habe ich mir einen Strich über die Straße gezogen, meinen Schuh so spitz gemacht. Es war Neubaugebiet, die Straße war noch nicht fest. Konnte man noch so einen Strich drüber ziehen. Und dann bin ich auf meine Knie gefallen. Aber da ist doch Neubaugebiet, da ist doch Boden da unten, Erde, spielt doch nichts. Aber die Hose, das ist doch egal. Wenn du dich bekehren willst, brauchst du doch nicht auf deine Hose zu achten. Da bin ich auf meine Knie gefallen und dann habe ich zu meinem Jesus gesagt, wenn ich jetzt aufstehe und gehe über den Strich, dann bin ich bei dir und dann bleibe ich bei dir. Dann habe ich all meine Sünden bekannt, vor dem Strich. Die Sünden muss man vorher bekennen. Und dann bin ich auferstanden, das Herz klopfte mir hier bis in die Schläfen hinein. Als ich alles, was ich so wusste, dem Herrn Jesus bekannt hatte, dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, Herr Jesus, ich glaube an dich. Jetzt tue ich den Schritt über die Linie, jetzt bin ich bei dir. Ja, aber da kam ja kein Engel vom Himmel. Ich hörte keine gewaltige Donnerstimme, nichts, gar nichts passiert. Gar nichts Weltbewegendes. Naja, aber es ist ja auch schon 23:30, man muss ja zu Bett gehen. Ich muss am anderen Morgen meinen Dienst tun. Gegen 7:00 steht man ja normalerweise 6:00 auf. Also so äußerlich passierte gar nichts, aber ich hatte den Schritt getan. Ich hatte gesagt, niemals zurück. Ich bleibe jetzt bei Jesus, egal was da kommen mag. Na, ich gehe zu Bett. Am anderen Morgen stehe ich auf, Montag. Am Sonntagabend bin ich zum Glauben gekommen, es ist Montag. Was ist denn passiert? Ist alles so licht, so hell. Ich habe so eine Freude, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Was ist denn geschehen? Na, du hast dich doch gestern Abend zu Herrn Jesus bekehrt. Ja, und wenn du dich gestern Abend bekehrt hast und wenn du gestern Abend gesagt hast, am Sonntagabend, Herr Jesus, ich glaube. Das ist, was du als Mensch tust. Was ist dann in deinem Herzen geschehen, als du über den Strich gegangen bist? Und hast gesagt, Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich will immer bei dir bleiben. Ich will nie mehr weggehen von dir. Tja, und dann nimmt dich der Jesus als sein Jünger an. Sein Blut macht dich rein von aller Sünde. Das siehst du nicht, aber das geschieht unsichtbar. Und wenn dein Herz rein ist von aller Sünde, dann kommt der Heilige Geist in dein Herz, schenkt dir die Wiedergeburt. Du wirst ein Kind Gottes, du wirst von neuem geboren, du wirst ein Himmelsbürger. Und, ja, am anderen Morgen stehe ich auf. Ach so, ich bin ein Himmelsbürger. Es ist so leicht, wo ist eigentlich mein Herz? Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich könnte die Welt umarmen, ich könnte in die Luft springen. Das heißt im Propheten Malachi, hüpfen wie die Mastkälber. So war mir zumute. Was war denn passiert? Die Sündenlast, die wie Berge auf mir lang waren, weg. Und eine unbeschreibliche Freude der Erlösung, des ewigen Heiles war in mir, in meinem Herzen. Tja, und dann habe ich den Menschen das gesagt. Aber ich kam überhaupt nicht dazu, mit den Menschen zu sprechen. Die fragten mich, die sagten mir, sagen Sie mal, was ist denn passiert mit Ihnen? Sie haben ja so eine Freude, haben Sie im Lotto viel Geld gewonnen? Warum freuen Sie sich eigentlich so? Was ist denn passiert? Tja, ich sage, ich habe den Herrn Jesus gewonnen. Ich habe das Größte losgezogen, was es gibt im Himmel und auf Erden. Ich bin ein Eigentum Jesu. Ja, das war der Montag, das war Dienstag, das war Mittwoch, am Mittwochabend. Ging ich natürlich in die Versammlung, wo dieser alte Bruder da saß, der sich vor 35 Jahren bekehrt hat, aber das wusste ich ja alles nicht, das habe ich später erfahren. Naja, und das ist eine normale Bibelstunde und ich sitze da in der letzten Reihe. Die alten Brüder haben gebetet, erst sollen die Brüder beten, dann kommen die Schwestern, die beten. In dieser Gemeinde geht es sehr ordentlich zu, wie es die Bibel sagt. Kolosser 2 sagt Paulus zu den Kolossern, ich sehe eure Ordnungen. Naja, und jetzt ist ein Augenblick Stille, so sage ich, jetzt bete ich. Warum? Na, ich glaube. Wer glaubt, der betet. Was betest du? Naja, was betest du? Also, Sie haben keine Vorstellung,
wie das in meinem Herzen gekämpft und gerungen hat. Ich mache meinen Mund auf und bete genau das, was in meinem Herzen ist. Der Jesus ist in meinem Herzen, er hat mich erlöst. Das habe ich erfahren am Sonntagabend. So. Und jetzt am Mittwoch in der Gebetsstunde bete ich: Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erlöst hast. Amen. Mir kommt aus meinem Herzen nicht heraus. Ach, aber das ist es. Herr Jesus, siehst du? Ich danke dir, siehst du, dass du mich erlöst hast. Darum geht's ja. Ich glaube an den Herrn Jesus und in dem Augenblick, wo ich den Strich über die Linie gemacht habe und ich habe zum Herrn Jesus gesagt, ich glaube an dich, ich will zu dir, ich bleibe bei dir. Ja, da hat er mich erlöst. Und ich bin heute immer noch erlöst. Und ich würde heute Abend hier nicht stehen, wenn ich nicht damals die Erlösung erfahren hätte. Ach, ich war ja damals so ein Säugling im Glauben, so ein Kleinkind, so ein Baby, wie man das so nennen will. Ein Neugeborener, aber das spielt doch keine Rolle. Entscheidend ist, dass ich erlöst und wiedergeboren bin. Und jetzt muss ich wachsen im Glauben. Aus den Kindlein werden Kindern, aus den Kindern werden Jünglinge, aus den Jünglingen werden Männer. Dann kommen Söhne und Töchter und dann kommen die Väter und die Mütter im Glauben. Das dauert Jahre und Jahrzehnte, deswegen sind wir auf dieser Erde. Deswegen ist ja hier Woche für Woche Gottesdienst. Warum? Dass wir im Glauben wachsen. Bist du denn im Glauben gewachsen? Du bist zum Glauben gekommen, wunderbar. Bist du im Glauben gewachsen? Naja, ich habe vorhin gesagt, ich war wohl vor Jahren, vor 5, 6 Jahren das letzte Mal bei euch. So haben wir uns lange nicht gesehen. Du, sag mal, darf ich dich mal fragen, bist du im Glauben gewachsen in den 5 Jahren? Oder bist du innerlich genauso weit wie damals? Du, eines sage ich dir. Ich möchte heute nicht mehr auf dem Glaubensstand stehen, auf dem ich damals stand, als ich das letzte Mal bei euch war. Ich möchte, wenn ich zurückschaue, sagen können, Herr Jesus, nicht damit ich ein großer, berühmter Gläubiger bin, nein, nein. Herr Jesus, zu deiner Ehre und zum Lohn deiner Schmerzen von Golgatha. Mühsal deiner Seele, heißt es wörtlich Jesaja 53. Mühsal deiner Seele. Ein Mann mit Schmerzen vertraut. Herr Jesus, um deiner Schmerzen willen. Ich möchte doch in den letzten Jahren im Glauben gewachsen sein. Bist du gewachsen? Im Glauben. Tja, ihr Lieben, ich glaube, der Herr spricht zu uns. Und wenn wir uns als Gläubige prüfen, dass wir nicht im Glauben gewachsen sind, also dann müssen wir heute mal schnell einen Strich machen. Eine Linie ziehen bis hierher und nicht weiter. Wir müssen nicht alle auf die Straße gehen, um dort eine Linie zu ziehen. Das machen wir unsichtbar. Das ist ein Vorsatz. Im Alten Testament war ein Vorsatz ein Gelübde. Ich verspreche meinem Heiland, ich mache heute Abend mit einem alten Leben ein Ende. Und ich fange neu an. Aber bevor ich neu anfange, muss ich ein altes Ende machen. Dann kann ich einen neuen Anfang machen. Und dann? Tja, dann wird er mich segnen, dass ich im Glauben wachsen kann. Und wenn jetzt Menschen in unserer Mitte sind, Kinder von gläubigen Eltern, Nachbarn, Freunde, die schon etwas von Jesus gehört haben, du weißt nicht, ob du morgen noch lebst oder ob du dich morgen noch bekehren kannst. Du weißt gar nicht, ob du morgen Abend hier bist. Das weißt du doch nicht. Kannst ja verhindert sein, kannst einen Unfall haben. Was weiß ich, was in der Firma los ist, wo du arbeitest. Ach, da gibt's 1000 Möglichkeiten. Der Teufel, der wird schon sein dämonisches Heer aufbieten, um dich morgen abzuhalten, dass du ja nicht wiederkommst. Diese Tricks kennen wir doch, ihr Lieben. Deswegen sagt die Bibel heute, und das lehrt hier unser Text, dieser Vater mit seinem kranken Kind, hier geht's auf Leben und Tod, der sagt, Mutter, ich gehe heute zu Jesus. Und, ja, der Junge wird gesund. Wann? Na, zur 7. Stunde steht hier. Es war die Stunde, wo der Jesus zu dem Vater gesagt hat, dein Sohn lebt. Da verließ ihn das Fieber, der Vater war ja nicht zu Hause. Aber die Knechte kommen angelaufen. Die suchen jetzt ihren Herrn, ihren königlichen Beamten da, ihren Oberherrn. Oh Herr, es ist ein Wunder geschehen. Um die 7. Stunde hat ihn das Fieber verlassen. Ja, aber warum denn um die 7. Stunde? Muss man das so genau wissen? Ja, ihr Lieben, warum soll man das nicht wissen? Da gibt es immer Leute, die sind so verlegen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann habe ich mich auch mal bekehrt. Aber wissen Sie, ich kann das nicht mehr so genau sagen.
Man muss doch das nicht so auf die Minute fixieren. Warum nicht? Warum nicht? Die ganze Weltgeschichte ist voll mit Daten und mit Stunden und mit Jahren und Gedächtnistagen. Das wissen wir doch alle, dass die Welt ihre festen Daten hat. Wir als Gläubige auch. Wir wissen doch auch, wann unsere Kinder geboren sind. Happy Birthday to you, singen wir im Englischen. Heute ist Geburtstag, darum singen wir dem Geburtstagskinder, alle hier. Warum singen wir denn? Nur wir wissen doch, wann unsere Kinder geboren sind. So, das wissen wir. Und wann bist du wiedergeboren? Wann bist du als Kind Gottes geboren? Das weißt du nicht. Das weißt du nicht, wann du Kind Gottes geworden bist. Der Vater weiß hier, es ist die siebte Stunde. Ich weiß, es war 23.30 Uhr. Halb zwölf nachts, da habe ich mich bekehrt. Das weiß man doch. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein trat. Diesen Tag weiß ich nicht. Na du, das kommt mir aber komisch vor. Ich muss es dir ganz offen sagen. Wenn du nicht weißt, wann du dich bekehrt hast, dann bist du garantiert nicht bekehrt. Wenn du nicht weißt, wann du Kind Gottes geworden bist, dann bist du es garantiert nicht. Glaube mir, ich möchte dir keine Angst machen. Nein, nein. Wir haben einen Gott der Liebe. Aber die Liebe ohne Wahrheit ist Kompromiss mit der Sünde. Und ich kann mich hier nicht auf die Kanzel stellen und Kompromiss mit der Sünde machen. Wo der Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ja? Wir als Gläubige machen keinen Kompromiss mit der Sünde. Wenn hier Gläubige heute Abend sitzen, die Kompromisse mit der Sünde machen in ihrem Herzen, die halten den Segen Gottes in dieser Woche auf, das sage ich euch. Da wird sich kein Mensch bekehren. Die Welt da draußen, die kann den Segen Gottes nicht aufhalten. Denn der Heiland sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich kann mich auf die Straße stellen und predigen. Da können mich die Leute anspucken und anschreien. Interessiert mich gar nicht. Warum? Na, ich stehe auf der Seite des Siegers von Golgatha. Ich habe es mit einem besiegten Teufel zu tun. Christus hat der Schlange den Kopf zermalmt, sagt die Bibel. Aber wenn wir als Gläubige so heimlich in unserem Herzen mit der Sünde paktieren, dann sind wir dieser große Hemmschuh, diese Mauer, die dann steht, dass kein Durchbruch kommt. Meine lieben Freunde, wir müssen uns heute Abend fragen, auf welcher Seite wir stehen. Eine ganz ernste Frage. Ich kehre zurück zum Text. Der Vater wusste, um die siebte Stunde hat Jesus gesagt, gehe hin, dein Sohn lebt. Unser Text sagt, der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus sagt, und ging hin. Und wäre hingekommen, schon die Knechte angelaufen. Du, dein Junge ist gesund. Der ist putzmunter. Was für ein Wunder. Na, ihr Lieben, bei Jesus gibt es immer Wunder. Was dachtet ihr denn? Es gibt viele Menschen, die haben so in ihren Gedanken einen toten Jesus. Naja, da geht es ja so tot zu. Nein, wir haben es mit einem lebendigen Gott, mit einem lebendigen Heiland zu tun. Unser Jesus Christus, ein lebendiger Herr. Dein Sohn lebt und er lebt und wieder lebt der Junge. Na, der wird dem Vater um den Hals gefallen sein, als er nach Hause kam. Und der Vater wird ihm gesagt, mein liebes Kind, das will ich dir sagen, diese siebte Stunde vergisst du nie in deinem Leben, als Jesus gesagt hat, dein Sohn lebt. Ja, und jedes Mal, wenn die siebte Stunde kam, da wird wohl der Sohn daran gedacht haben, naja, ich hätte schon längst tot sein müssen, aber nur gut, dass es die siebte Stunde gab, wo Jesus zu mir sagte, oder zum Vater sagte, dein Sohn lebt und die Stunde musst du heute Abend erfahren. Das rufe ich dir zu. Heute Abend musst du das erfahren. Ich lebe. Dein Sohn lebt, deine Tochter lebt. Ich verlorene Sünder. Ich empfange heute Abend das ewige Leben. Ich tue Buße über meine Sünde, auch vielleicht als Gläubige. Ich tue Buße, dass ich durch meine Sünde den Segen Gottes aufhalte. Heute Abend komme ich zu meinem Jesus. Heute Abend. Ob es nur die fünfte oder sechste oder siebte Stunde ist, das spielt doch keine Rolle. Aber ich muss doch wissen, von diesem Tage an kommt die Wende in mein Leben. Und das glaubt dieser Mann. Tja, und dann heißt es zum Schluss, er glaubte mit seinem ganzen Hause. Er glaubte mit seinem ganzen Hause, Vers 53. Der Glaube steckt an. Dieser Glaube ist ja so überwältigend. Wenn unser Glaube echt ist, dann überzeugt er die anderen. Und dann kommen auch die anderen zum Glauben. Als ich zum Glauben gekommen war, es war auch in der Zeit dann später, wo ich dann meine Frau damals kennenlernte und
war leider eine schwere Zeit. Mein Schwiegervater wurde schwer krank und wurde dann heimgerufen. Naja, und was tut man so als Angehöriger? Man geht ins Krankenhaus, besucht den Vater, liegt noch eine Woche auf dem Einzelzimmer, bevor er von Gott heimgerufen wird. Er war innerlich bereit, da war alles in Ordnung, aber für uns als Angehörige war es doch ein schwerer Schmerz. Und da ist eine Krankenschwester, die beobachtet uns, wenn wir da sind. Naja, wir sind beim Vater, man spricht mit ihm, er kann nicht mehr sprechen, aber er nickt, er sieht uns an und wir halten seine Hand und ja, was machen wir noch? Na, wir singen, ist doch schön. Was machen wir noch? Na, wir lesen ihm Gottes Wort vor. Und was machen wir noch? Wir beten. Naja, und wir sind ja alleine in dem Zimmer, niemand stört uns. Und da kommt jeden Tag x-mal die Krankenschwester und bleibt erschrocken stehen. So machen die Leute da, die singen, die beten, die lesen aus der Bibel vor, die reden von Jesus. Das macht die so ein paar Tage mit. Das haut diese junge Krankenschwester um. Eines Tages, der Vater lebte noch, verlassen wir sein Krankenzimmer. Naja, und wir gehen so diesen langen Flur. In den Krankenhäusern ist ja so ein lange Flur. Das sind ja Wege, die man laufen muss. Da kommt diese Krankenschwester außer Atem angelaufen und sagt, na, die begrüßt uns gar nicht und gibt uns nicht die Hand und gar nichts. Gar nichts. Sie ist so innerlich aufgewühlt. Die kommt und holt uns ein und wir drehen uns ganz erstaunt um. Haben wir was vergessen? Was will denn die liebe Krankenschwester? Will die was über den Patienten sagen? Nein, nein. Es platzt aus ihr heraus, das werde ich mein Leben nie vergessen. Es platzt aus ihr heraus und sie sagt, was Sie haben, das muss ich auch haben. Aha, wir haben Jesus im Herzen, das hat sie gemerkt. Das hat sie gemerkt. Der Glaube steckt an. Leider haben wir dann den Kontakt verloren. Aber ich bin immer so gespannt, wenn wir in den Himmel kommen, wen wir da alle sehen werden. Menschen, die durch unser Zeugnis zum Glauben an den Jesus gekommen sind. Er glaubt mit seinem ganzen Hause. Na, du wirst heute Abend sagen, aber wir haben doch Kinder, die noch nicht gläubig sind. Ja und? Bete doch. Ja, wir beten schon 10 Jahre. Ja und? Dann bete doch 20 Jahre. Bete doch 30 Jahre. Die 30 Jahre vergehen so oder so. Wenn du nicht betest, sind die 30 Jahre rum. Wenn du betest, sind die 30 Jahre auch rum, aber vielleicht bekehrt sich dein Sohn oder deine Tochter oder deine Enkelkinder. Und wenn du gestorben bist, ja und? Die können sich doch bekehren, wenn du schon längst tot bist. Du musst glauben und beten. Glaube mit deinem ganzen Hause. Glauben für dein ganzes Haus. Ja, ihr Lieben, was ist denn nun der richtige Glaube? Glaubt mir's. Es wäre mir heute Abend nicht schwer, bis Mitternacht mit euch hier zu verweilen und euch dieses Wort vom lebendigen Glauben an unseren hochgelobten und herrlichen Heiland Jesus Christus zuzurufen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Wer ist ein Mann, der glauben kann, inbrünstig, wahr und frei, denn diese Wehr bricht nimmermehr, die bricht kein Mensch entzwei und auch kein Teufel.